In der ersten Aufgabe war ein Diagramm gegeben, das sah ungefähr so aus. Das kann man jetzt ganz gut in vier Zeitabschnitte einteilen. 1, 2, 3 und 4. Und alles, was man jetzt machen musste, ist zu jedem Zeitabschnitt die Ableitung ausrechnen dieser Funktion, die ja dargestellt ist. Für den ersten Zeitabschnitt steht die Funktion ja da. Da können wir die relativ einfach ableiten. Q' von t wäre dann eben 4 Milliampere Sekunden. Das ist ja ein konstanter Faktor, der überhaupt gar nicht von t abhängt, sagt uns die Faktorregel, den können wir einfach davor schreiben. Die Ableitung der Exponentialfunktion ist wieder die Exponentialfunktion, also e hoch minus t durch diese Zeitkonstante, die da steht, 2,039 Millisekunden. Und dann haben wir eine verkettete Funktion. Die äußere Funktion ist die e-Funktion und die innere Funktion ist minus 1 durch diesen Faktor mal t. Also müssen wir nochmal die innere Ableitung rechnen. Das nach t abgeleitet fällt das t weg. Und dann mal minus 1 durch 2,039 Millisekunden. Und das in Klammern. Und jetzt kann man das noch ausrechnen. Die 4 durch die minus 2 teilen und dann sind das ungefähr minus 1,69 und man sieht die Milli und die Sekunden und die Milli und die Sekunden kürzen sich weg, so dass da Ampere überbleiben, mal diese E-Funktion e hoch minus t durch 2,039 Millisekunden. So, das kann man jetzt für die weiteren Zeitabschnitte noch machen. Für den zweiten Zeitabschnitt sieht man, das ist einfach eine Konstante. Die Ableitung von der Konstante ist 0. Im dritten Zeitabschnitt ist das eine lineare Funktion. Die Ableitung von der linearen Funktion ist einfach der Anstieg von der linearen Funktion. Also brauchen wir gar nicht wirklich erstmal die Funktion aufzustellen, die Funktionsgleichung, die abzuleiten, sondern wir können direkt hier dieses Anstiegsdreieck hinzeichnen und das als Ableitung benutzen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist dieser Wert hier? Der ist ja auf dieser Achse nicht wirklich verzeichnet. Wie kriegen wir ihn raus? Kein Problem. Wir setzen einfach diesen Zeitpunkt 2 Millisekunden hier oben in diese Gleichung ein und rechnen mal die Ladung Q von 2 Millisekunden aus, indem man jetzt eben rechnet 4 Milliampere Sekunden mal e hoch minus 2 Millisekunden durch die 2,039 Millisekunden. Das Ganze in den Taschenrechner eingesetzt ergibt, dass das 1,5 Milliampere Sekunden sind. So, also ist diese Höhe hier oder dieser Wert 1,5 Milliampere Sekunden und die geht es eben runter. Also ist der Anstieg minus 1,5 Milliampere Sekunden und das Ganze passiert innerhalb von, also von 3 bis 4 Millisekunden innerhalb von einer Millisekunde, wieder kürzlich Milli gegen Milli und Sekunde gegen Sekunde. So dass hier minus 1,5 Ampere überbleiben. Und das Ganze kann man jetzt noch für den vierten Zeitabschnitt machen. Und auch hier ist die Funktion eine lineare Funktion. Die Ableitung der linearen Funktion ist einfach wieder der Anstieg. Das Anstiegsdreieck hier ergibt, dass wir auf der Ladungsachse 4 Milliampere Sekunden nach oben gehen und das Ganze innerhalb von 2 Millisekunden. Also ist der Anstieg, wieder kürzen sich hier Milli gegen Milli und Sekunden gegen Sekunden und 4 durch 2 sind 2 Ampere. So, was ist das jetzt eigentlich, das was wir ausgerechnet haben, wenn man die Ladung nach der Zeit ableitet oder so wie das da oben steht, Q von t ausrechnet, dann ist das der Strom. Der Strom in Abhängigkeit der Zeit. Und das passt ja auch ganz gut. Alles das, was wir ausgerechnet haben, hat alles die Einheit Ampere. Hier hinter der 0, wenn wir wollen, können wir noch ein Ampere ergänzen, aber das tut nicht wirklich was zur Sache. Also aus der Ladung wurde der Strom bestimmt und der sollte jetzt schlussendlich noch gezeichnet werden. Dazu macht man sich am besten ein Diagramm hier drunter und sagt wieder, das ist die Zeit in Millisekunden und hier brauchen wir jetzt eben den Strom I von t in Ampere. Und jetzt geht es einfach darum, diese Funktion hier zu zeichnen. Man sieht, das fängt hier mal mit minus
ungefähr 2 Ampere an, minus 1,5 Ampere, 2 Ampere, also wenn man die Achse so skaliert, dass da irgendwie minus 2 bis plus 2 drauf passen, dann passt das ganz gut. Und ich versuche jetzt hier unten die gleichen Zeitabstände zu benutzen wie in dem oberen Diagramm, sodass hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Millisekunden sind. Und hier ist dann eben minus 1 Ampere, minus 2, 1 und 2 Ampere. So, wenn man das jetzt zeichnet, die E-Funktion zeichnen, wie gesagt, wenn wir für t gleich 0 einsetzen, e hoch 0 ist 1, minus 1,96 Ampere mal 1 sind halt minus 1,96 Ampere, ungefähr 2 Ampere, dann fängt die E-Funktion da an. Und das ist eine E-Funktion mit negativen Exponenten, also fällt die ab, nähert sich asymptotisch der 0, nähert sich asymptotisch der Zeitachse. Und die Zeitkonstante, das was hier steht, die 2,04 Millisekunden, das ist der Punkt, wo die Tangente die Asymptote schneidet. Wie gesagt, hier die Zeitachse ist die Asymptote und eine Tangente würde dann eben ungefähr so aussehen. Ich versuche die mal hier gestrichelt einzuzeichnen. So, das wäre die Tangente der E-Funktion, also sieht die E-Funktion ungefähr so aus. Und würde sich, also ganz optimal ist es vielleicht nicht, ungefähr so, und jetzt würde sie sich eben hier weiter asymptotisch annähern, aber die E-Funktion gilt ja nur für den Abschnitt hier vorne. Also die ganzen Striche mal wieder rückgängig, bis hierhin gilt die E-Funktion. So, danach ist der Strom 0. Machen wir nochmal in einer anderen Farbe drüber. Dann ist der Strom 0. Hier springt der Strom. Von 2 bis 3 Sekunden ist der Strom 0. Danach ist der Strom minus 1,5 Ampere. Und für den letzten Zeitabschnitt springt der Strom auf 2 Ampere. Und bleibt jeweils innerhalb dieser Zeitabschnitte konstant. Das ist der Zeitabschnitt 1, das ist der Zeitabschnitt 2. Das ist der Zeitabschnitt 3 und das ist wieder der Zeitabschnitt 4. Und jetzt kann man nochmal schauen, also der Strom muss die Ableitung der Ladung sein. Die Ableitung heißt nichts anderes als grafisch der Anstieg. Hier ist der Anstieg negativ, diese Kurve fällt und hier ist der Abfall steiler, also negativ größer. Hier ist der Abfall flacher, geht also gegen 0. Deswegen haben wir hier einen negativen Strom, der aber vom Betrag her kleiner wird. Hier ist der Anstieg 0, deswegen ist der Strom 0. Hier ist der Anstieg konstant und fällt mit 1,5 mA pro Millisekunde, deswegen minus 1,5. Hier ist der Anstieg konstant und positiv, deswegen ist der Strom konstant und positiv. Das war eigentlich alles, was man bei der Aufgabe machen musste. Was sind so die häufigsten Sachen, die dabei schiefgelaufen sind? Eine der häufigsten Fragen war, wie groß ist dann dieser Wert hier? Naja gut, wie gesagt, kann man über diese Formel einfach ausrechnen. Und die zweite Sache, die würde ich sagen, relativ häufig schiefgelaufen ist, ist, dass, obwohl das ja recht offensiv an dieser Kurve dran steht, dass das eine Exponentialfunktion sein soll, versucht wurde, hier irgendwas Lineares zu benutzen, das irgendwie durch eine lineare Funktion anzunähern. Und die dritte Sache, die häufig schiefgelaufen ist, ist, dass diese E-Funktion, obwohl man doch recht eindeutig sieht, dass die eben hier vorbei ist und danach was anderes passiert, nämlich was Konstantes oder was Lineares und was Lineares, dass eben diese E-Funktion über den gesamten Zeitbereich irgendwie benutzt wurde und auch für 3 und 4 und 5 und 6 Millisekunden irgendwas in diese E-Funktion eingesetzt wurde, um dann da eine Ladung oder einen Strom zu berechnen.